Liebe Freundinnen und Freunde, ihr fragt euch vielleicht, warum tritt eine Landratte im Wahlkreis Cuxhaven-Stade an? Weit gefehlt, liebe Freundinnen. Ich komme zurück, bin in einer Hafenstadt geboren und habe auch einen guten Teil meiner Kindheit in einer Hafenstadt verbracht. Küstenschutz, Meeresschutz, das liegt mir sehr am Herzen. Und das sind essentielle Herausforderungen gerade für unsere Küste, weil dort zeigt sich als erstes, ob Klimaschutzpolitik erfolgreich ist oder nicht. Erstmals, liebe Freundinnen und Freunde, kämpfen wir mit einer eigenen Kandidatin um das Kanzleramt. Und das mit einer sehr starken Kandidatin. Ich will euch erinnern an die Klimakonferenz von Warschau 2013. Die Hausleitung des BMU, die war schon abgereist. An eine Kanzlerin dort in Warschau war gar nicht zu denken. Die Bundesrepublik war nur noch auf Referatsleiterebene vertreten, allerdings sehr kompetent, nur ohne politischen Rückhalt. Bei einer spätabendlichen Abstimmung der EU-Position war ich als Landesminister plötzlich die ranghöchste deutsche Vertretung. Ein sehr merkwürdiges Gefühl in einer solchen Lage. Das zeigt, welchen Stellenwert das Thema Klima bei der Bundesregierung hatte. Zusammen mit Annalena und Bärbel Höhn, die auch in Warschau waren, haben wir von grüner Seite damals 55% CO2-Reduktion bis 2030 gefordert. Das war damals ein fernes, ein weites Ziel. Jetzt, 7, 8 Jahre später und ein Bundesverfassungsurteil, sind wir endlich über diesen Punkt hinausgekommen. So lange hat es gedauert. Vor Paris kamen die wichtigen, die zentralen Impulse für die deutsche Position aus den grün mitregierten Ländern. Das Memorandum Under Two von Kretsch, Franz und Jerry Brown aus Kalifornien. Die International Conference on Climate Action mit Vertretung der Kommunen, der Zivilgesellschaft und dem französischen Botschafter in Hannover. Windkraft und Netzausbau in Niedersachsen hat ab 2013 ganz entscheidende Impulse bekommen. Wir lagen beim Zubau immer deutlich über den Plänen der Bundesregierung. Das hat die unglaublich geärgert, weil diese Bundesregierung wollte nicht so viel Zubau. Erstmals nach 25 Jahren hat Siemens wieder ein Werk im Inland gebaut. Offshore-Windkraftturbinen in Cuxhaven. Auch das, weil wir für Planungssicherheit gesorgt haben bei diesem Thema. Und seit 2018, was erleben wir? Massiven Einbruch bei der Windkraft, die Bedrohung der Technologieführerschaft, den Verlust von Arbeitsplätzen. Liebe Freundinnen und Freunde, da muss viel passieren. Windkraft, Wärme, Mobilität. Bei Strom sind wir schon sehr weit, aber bei Wärme und Mobilität, da braucht es noch sehr, sehr viel. Dabei stehen wir nicht vor einer technischen Herausforderung. Technisch ist das alles machbar, was wir dort wollen und was passieren muss. Wir stehen vor einer sozialen und vor einer kommunikativen Herausforderung, weil wir hier alle Menschen mitnehmen müssen. Wir haben uns um Trinkwasserschutz und Nitratreduktion gekümmert, ein Kraftakt, der nur gelungen ist im Zusammenspiel von Agrar- und Umweltressorts. Wir haben uns gegen Fracking, das Totalherbizid Glyphosat und für den Insektenschutz eingesetzt und haben dort entscheidende Impulse aus Niedersachsen gesetzt. Und wir haben auch die unangenehmen Themen angefasst, die Endlagersuche. Dort haben wir eine neue Suche auf den Weg gebracht. Gorleben ist heute Geschichte. Aber die zentrale Herausforderung bleibt. Die Suche nach einem Endlager, der Atomausstieg muss vollendet werden und vor allen Dingen der militärische Atomausstieg muss vollendet werden, muss angegangen werden, erstmal konsequent. Und dafür würde ich mich sehr gern im Bundestag engagieren. So viele Herausforderungen, liebe Freundinnen und Freunde, so große Berge. Braucht es da ein Zauberministerium, fragt heute MBB. In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, wie es geht. Wo Grün regiert, dort gibt es Bewegung, Reibung und Innovation. Den Rückenwind und die Erfahrung der Regierungszeit müssen wir nutzen,
den Drive und die Energie der Jüngeren und die Erfahrung der Älteren, die Kraft der Vielfalt. Und da ist unsere Partei stark. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen uns auch fragen, woher kommt der Erfolg der letzten Jahre, der letzten Zeit? Ganz sicher, wir haben enormen Rückenwind gehabt durch Fridays for Future, durch viele junge Menschen, die weltweit demonstriert haben. Aber wir haben auch eine Parteiführung mit Annalena und Robert, die mit einer neuen Haltung in den letzten Jahren an die Arbeit rangegangen sind. Die gesagt haben, wir sind offen für alle, wir nehmen alle mit. Wir sprechen auch die an, die noch zögerlich sind, die vielleicht auch Sorgen haben oder Ängste haben, wenn sie daran denken, dass wir dieses Land regieren. Sie sagen, wir machen auch Fehler. Natürlich, wir sind nicht die besseren Menschen. Aber wir wollen trotzdem bessere Politik machen, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir haben erlebt, dass Annalena und Robert ihre Schreibtische zusammengeschoben haben und gesagt haben, wir machen Politik aus einem Guss. Ihr wisst, das war in unserer Partei nie selbstverständlich. Sie haben es geschafft, die Sehnsüchte, die Erwartungen, die Hoffnungen auf Veränderungen anzusprechen, die ganz viele Menschen tief im Innersten spüren, die sehen, an wie vielen Stellen im sozialen, im ökologischen, im internationalen Kontext wir vor die Wand laufen, wenn wir so weitermachen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, dass wir erfolgreich sind, dass wir alle gemeinsam erfolgreich sind, weil dieses Land diesen Erfolg braucht. Liebe Freundinnen und Freunde, dafür will ich mich engagieren. Dafür bitte ich euch um euer Vertrauen. Von Hannah Arendt gibt es einen schönen Satz zum Thema Macht, einem Thema, mit dem die Grünen ja immer ein bisschen fremdeln. Macht, hat sie gesagt, entsteht, wenn sich Menschen zusammentun und gemeinsam handeln. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören.